stelle Karawane zusammen und trainiert Gundula. Das ist schon mal schön. Karawanen-Sammelpunkt erstellen, aber wo? Wo kann man den denn festlegen? Da wo man die Partyzone festlegt. Ah, sehr gut. Also quasi bei die... Ah, hier, alles klar. Okay, soll nicht da sammeln, dann losdingeln. Dann sind sie etwas in Sicherheit und wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch irgendwie ein Raid oder so, wenn wir gerade losgetingelt sind. Dann haben wir nicht mehr so viele Leute am Start. 3 Leute weg und ein paar... Na gut, wir könnten noch notfalls mit den ganzen Tieren uns verteidigen irgendwie. Mit den Kühen, mit den Dromedaren, mit den Elefanten und dem Nashorn. Und mit den Kasuaren. Immer noch am Start. So, Freunde, dann sammelt mal schön das Zeug zusammen hier. Hätte vielleicht ein paar Drogen mitgeben sollen oder so für unterwegs, eine Tüte rauchen oder so, keine Ahnung. Lol. Lass mich raten, die kommen jetzt extra her, um mit mir zu handeln. Na komm, wir gehen trotzdem los. Ich will das mal ausprobiert haben mit der Karawane. Wir können ja mit denen handeln, wir können die Bauteile kaufen und wir können ja danach immer noch schauen, dass wir in dem Dorf nochmal irgendwie Bauteile kaufen oder so. Ich glaube, es ist ja auch ganz gut, wenn wir mehrere Bauteile haben. Das war echt am Arsch Steine da unten, ey. Halleluja. Benno läuft hier runter. Komm, der ist bestimmt Bauteile im Angebot. Doomsday-Raketenwerfer, jawohl, läuft. 19 Bauteile, okay, den nehmen wir natürlich mit. Hightech-Bauteile nehmen wir auch alle mit. Sehr schön. Es schadet, glaube ich, nicht, wenn wir das Zeug kaufen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann können wir auch gleich mal einen anderen Scheiß verkaufen, den wir nicht brauchen. Wobei, die hatte ich gar nicht so viel kaufen. Hätte gedacht, die kaufen vielleicht ein bisschen mehr. Verbesserte künstliche Wirbelsäule. Das kostet... Oh, Alter, kostet das richtig viel. Uiuiui. Okay. Transportbot. Ah, hier ist ein Transportbot. Der kostet 3600. Scheiße, ist ja teuer. Das wäre aber so ein Roboter, der tatsächlich Sachen transportieren kann. Aber für 3600, ich glaube, da haben wir noch nicht genug Geld für. Ich meine, wir könnten es uns leisten, theoretisch. Aber ganz ehrlich, ich würde die Sachen vielleicht sinnvoller investieren als in so einen Transportbot. Wäre es ein Reinigungsbot gewesen? Okay, hätte ich gesagt, nehmen wir mit. Aber so ein Transportbot. Ein Flachbildfernseher können wir auch kaufen. Kostet nur 1000. Relativ günstig. Na mal so. So, dann mal kurz Benno. Du darfst natürlich das Zeug mitnehmen. Und Sapir schläft erstmal hier draußen. Hallo, der soll eine Karawane zusammenstellen und schläft hier erstmal im Freien. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Sapir. Hättest du auch ins Bett gehen können? Ich hoffe, die futtern sich vorher nochmal richtig satt, bevor sie lostingeln. Nicht, dass sie dann gleich Hunger haben, wenn sie losgezogen sind. Weißt du, wenn es heißt, frühstücken früh morgens, Kaffee trinken, Brötchen essen, anziehen, los. Ne? Wie lange brauchen die denn eigentlich, um so eine blöde Karawane zusammenzustellen? Sieht man irgendwo den Timer oder sowas? Oh, der 200 Jahre hier. Also die Schlafsäcke sind... Ah, jo. Hä, wieso stehen die Karawane hier oben? Okay. Wahrscheinlich, weil der Karawanen-Sammelpunkt erst jetzt zählt, nachdem ich den gesetzt habe, könnte ich mir vorstellen. Also irgendwie wirkt das ein bisschen unsortiert, muss ich sagen. Wo rennen die denn eigentlich alle hin? Immer? Okay, kleine Lady und Sapir rennen los. Ich glaube, die tingeln jetzt gleich mit der Karawane los und Fennec wartet hoffentlich hier unten. Ich hoffe, Fennec wartet noch auf die anderen beiden. Lauft, Leute, sonst verpasst ihr auch noch eure Karawane.
Kleine Lady und Sapir. Mal gucken, war schön, euch kennengelernt zu haben. Ich denke mal, bei meinem Glück passiert irgendein Unglück unterwegs. Na komm. Ah, weg sind sie. Okay, jetzt haben wir zwei Reisegruppen und wir können mal gucken, wo die anderen rumtingeln. Weiter Weg, also für mich zumindest. Beim nächsten Mal immer Droppods. Einmal direkt hinschießen und wieder zurückschießen. Also, dann neue Raketenstationen aufbauen, einmal zurückballern, das Zeug. Sehr schön. Okay, ich bin sehr gespannt. Die erste Karawane, die ich überhaupt mal zusammengestellt habe. So, das kann raus, das Zeug. Und dann bauen wir mal ganz kurz hier noch so einen komischen Boden rein. Die Kundestrukturen. Ja, wahrscheinlich habe ich sie gerade in den Untergang geschickt oder sowas, aber dann wäre das halt so. Zumindest haben wir jetzt nicht alle beide Unterhändler losgeschickt. Wir haben zumindest noch, also Sapir ist Unterhändler und Fennenick natürlich auch logischerweise. Aber wir hätten notfalls noch Benno. Der ist zwar nicht der Hübscheste, also steht auch mal da in seiner Biografie hier quasi, hässlich. Und vielleicht auch nicht gerade so der angenehmste Gesprächspartner, aber vielleicht hast du dann einen Vorteil, weißt du? Die wollen einfach dich schnellstmöglich loswerden und sagen, ja, alles klar, wir zahlen alles, Hauptsache du gehst wieder. Oder so, keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, durchaus, ne? Ich traue euch aber auch nichts zu. Ich kenne ne, die Pappenheimer hier bei uns im Chat. Ne? Ich weiß schon, wie das hier läuft. Wahrscheinlich sind sie die ganze Zeit irgendwie nur am Smoken oder sowas. Weißt du, ein Joint nach dem anderen durchpfeifen und übers Essen quatschen die ganze Zeit. Und schon auf der ersten Reise, so wie, weißt du, wie bei den Hobbits. Ne? Frühstück, zweites Frühstück, Vormittagessen, dann Essen, erstes Kaffee trinken, zweites Kaffee trinken, Abendbrot. Und dann, keine Ahnung, ne? 10 Mahlzeiten am Tag gefühlt. Boah, ich bin so hippelig, ey. Ich warte darauf, dass sie wieder zurückkommen. Sind schon nicht so lange unterwegs hier. Ich muss kurz gucken, wo sind sie denn gerade? Boah, ey. Ach Gott, oh Gott. Die Wartezeit ist furchtbar. Was ist denn eigentlich überhaupt noch an der Welt da los? Warte mal, wir haben ein Friedensgespräch am Start. Was kann man da eigentlich machen bei den Friedensgesprächen? Ach, Friedensgespräche. Wir brauchen schon. Hallo, Frieden, wir assimilieren eigentlich alle. Einfach töten. Dann läuft das. Ich habe eine meisterliche Türmatte aus Elefantenhaut hergestellt, liebe Leute. Was soll ich da sagen? Ja, die Chancen, dass die Beziehungen sich quasi verbessern, sind natürlich da, wenn ich zu den Friedensgesprächen gehe, aber es kann ja auch in die Hose gehen, habe ich gelesen. Ich glaube, das wäre auch nicht so sinnvoll. So, ich glaube, ich muss mal kurz ein bisschen putzen hier, Raum säubern und ansonsten noch hier so ein bisschen Dreck entfernen und hier noch so Dreck. Das sieht aus wie Sau. Von den ganzen 7 Versuchen haben bisher alle funktioniert mit einem Unterhändler von 10 plus. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel das so eine scharf essende Bande ist? Dann wird es auf keinen Fall Friedensgespräche geben. Ne? Da wird es auf keinen Fall Friedensgespräche geben. So, mehr Böden. Das und... So. Unbedingt voranmachen hier. Der geht nicht. Hätte vielleicht eine andere Farbe wählen sollen, weil das Problem ist an der ganzen Sache. Es sieht so ein bisschen nach Blut aus hier, ne? Okay, Stoff. Was sieht eigentlich mit Stoff aus? Wo ist denn das hier? Stoff. 4000 Stoff, 5245 Teufelsgarn. Wir können so viele geile Sachen bauen mit dem Teufelsgarn. Ich weiß gar nicht. Haben denn Möbel aus Teufelsgarn, sind die denn auch rot aus? Oder... Kann man die überhaupt welche aus Teufelsgarn bauen? Ich muss mal kurz gucken, bevor ich Blödsinn erzähle. Könnte man theoretisch. Sind die dann rot? Wobei es, glaube ich, schon ein bisschen sehr dekadent wäre, wenn wir dann die Möbel schon auch aus Teufelsgarn zusammenstricken. Ich glaube, wir heben es erstmal für Klamotten auf. Wenn wir da irgendwann mal jemanden finden, der vielleicht noch sehr, sehr gut ist in Anbauen,
können wir uns überlegen, vielleicht noch eine größere Teufelsgarnpilz aufzumachen, aber erstmal müsste das, glaube ich, reichen. Ah, warum kommt denn immer Fleisch runter neuerdings? Man, was soll ich mit dem Fleisch? Brauche ich überhaupt nicht. Hin und vorne nicht, den ganzen Müll. Sollen wir lieber Raumschiffteile runterschmeißen oder sowas? Das hätte doch was. So, der Essensraum ist... nettes Esszimmer. Okay, das ist schon mal der Anfang. Brauchen wir nur noch, warte mal, gibt es bei Möbel Plus vielleicht neue Tische oder sowas? Nope. Ich bin nachher überlegen, wie wir den einrichten hier. Wir können da ein paar Statuen reinstellen, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder wir nehmen wirklich die Dreieckstische hier, diese... Ach, Dreieckstische, die 3x3 Tische meine ich natürlich. Da passen halt, also passen schon viele Leute ran, natürlich, klar, logisch, aber sieht halt auch nicht so geil aus, muss ich sagen. Also wenn wir da noch die ganzen Sessel ranbauen. Sieht doch, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, finde ich. Also passen auf jeden Fall noch Sessel ran, genügend. Wir hätten hier 8 Stück. Nochmal, also 16. Wir hätten auf jeden Fall genügend Platz für alles Mögliche, aber passt doch soweit, oder? Können wir vielleicht noch Statuen hier vorne hinstellen? Also hier so irgendwie und da so. Bauen wir noch Sessel ran. Also jetzt nochmal rein provisorisch müsste das... Ah, warte mal kurz. Wir haben ja noch die anderen komischen Dinger hier. Diese... Möbel Plus. Wir können ja theoretisch auch die hinstellen. Ist halt die Frage, ob da Sessel Sinn machen am Esstisch. Oder ob wir dann hier einfach diese komischen Stühle hinbauen. Hier, diese komischen anderen hier. Diese Esszimmerstühle. Aus Uran oder aus Eisenholz. Aus Eisenholz würde auch gehen, ne? Ach so, Sekunde, warte mal, ich muss das mal kurz einstellen. Wir haben nämlich vergessen, hier Eisenholz einzustellen. Sekunde, Eisenholz. Stimmt, Marmor. Können wir den aus Marmor bauen? Weil es dann... Hätten wir Marmor, könnten wir den aus Marmor bauen. Wir haben gerade kein Marmor. Der Tisch steht auch hervorragend richtig gut hier. Warte mal kurz, neu installieren bei... Komm, der kommt jetzt dahin. Sieht denn ein Marmortisch auch wirklich so richtig weiß, also weißlich aus? Oder wie sieht der aus? Eher so in dem Ton. Weil theoretisch würde der ganz gut hinpassen. Allerdings braucht man dafür 95 Blöcke. Wobei das gehen würde, das wäre jetzt nicht so dramatisch. Kann ich schon immer vielleicht hier ein bisschen Dings bauen. Oh oh. Ich glaube, ich muss das woanders hinbauen, wenn die nämlich jetzt hier durchlaufen, hier oben. Das wäre, glaube ich, echt fatal, wenn hier irgendjemand daneben schießt, liebe Leute. Das wäre echt nicht so schön. Machen wir das so vielleicht. Warte mal kurz. Irgendwo, wo es niemanden stört. Es stört überall eigentlich. Naja, werden schon sehen, wenn wir erst einen Toten haben. Vielleicht beim Schießtraining erschossen oder sonstiges. Ja, aber die winzigen gibt's ja nur... Obwohl, kann ich auch bauen. Ist ja auch Wurst. Ich meine, letzten Endes, der kostet 15, macht, glaube ich, auch keinen Unterschied. Wir bauen einfach so einen hin und fertig. Wir gucken mal, was bei rumkommt, ne? Oh, der sieht aber schön aus von der Farbe her. Der passt, glaube ich, ganz gut rein. Weil das Problem ist, der winzige Tisch, der ist ja von einem anderen Mod. Und kann durchaus sein, dass der halt einfach anders aussieht von der Farbe her. Und das ist ja das Originalstück sozusagen. Dass wir den einfach nehmen, ne? Dass er nicht weg ist. Ich meine, theoretisch kann man den einfach irgendwo abbauen und woanders hinstellen, ist auch nicht das Problem. Aber der hat eine schöne Farbe. Ich muss sagen, den können wir gerne nehmen. So. Tisch aus Marmor. Und theoretisch, kurz gucken, naja, sieht kacke aus. Das sind 4. Kommt dann hier der Chefsessel ran quasi, warte mal kurz, also so. Hier ist es, hier vorne ist dann die Strafbank. Oder ist quasi hier vorne, weißt du, sitzen so Chef und Chefin, ne, und hier sitzt das Volk. Gebüttel.
Würde auch passen. Was mich aber wundert, ist tatsächlich die Tatsache, dass es außer... Also Benno hat schon wieder keine Dame abgekriegt und eine Sapir. Gut, der ist jetzt noch nicht so lange dabei, aber auch noch nicht. Es gibt tatsächlich immer nur noch eine Beziehung hier im Dings. Schlafen die Tiere eigentlich alle hier? Was ist denn da los? Und was jetzt noch richtig geil aussehen würde, wenn wir da Teufelsgarn Sessel daneben stehen hätten quasi. Komm, das wird jetzt das Meisterwerk. Das Meisterwerk schlechthin. Shit. In Qualität gut. Ist schlecht. Aber er hat eine schöne Farbe. Dann kann das ja nämlich raus. Dann kommen da Statuen rein, so ein bisschen in die Ecken oder sowas. Schöne Statuen rein, glaube ich. Das würde, glaube ich, ganz gut aussehen. Und wenn wir dann noch den entsprechenden Sessel hinbauen. Ich gucke mal ganz kurz. Ich baue mal einen probehalber und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So einen richtig geilen Teufelsgarn-Sessel. der sieht richtig böse aus. Aber der hat, glaube ich, was. Warte mal, der Mayo will schlafen gehen. Das geht so nicht, Freundchen. Du musst mal kurz bauen. Oh ja, ich bin so gespannt, wie der Sessel gleich aussehen wird. Der sieht richtig cool aus, glaube ich. Hoffentlich nicht so krass rot, wie er gerade dargestellt wird. Wobei, es wird, glaube ich, auch nicht stören. Einfach so ein Teufelsgarn-Sessel. Man kann ja leider Möbel nicht färben oder sonstiges. Außer halt durch verschiedene Baumaterialien. Also Gold, Jade und so ein Krempel kannst du halt wirklich daneben. Aber ansonsten, ich glaube, das sieht richtig cool aus. So ein etwas dunklerer Boden, dann so die etwas helleren Tische und die roten Stühle daneben und einen roten Sessel. Ich glaube, das wäre auch ganz, ganz cool da irgendwie. Es war jetzt natürlich ein ziemlich knalliger Effekt mit dem Sessel in Rot, aber ich glaube, es passt ganz gut. Ist wirklich sehr intensiv, aber ich finde ihn trotzdem cool. Ansonsten, wir können natürlich alternativ auch noch... Wir hätten ja noch Großkatzenfell. Ist natürlich blöd, weil wir natürlich von dem Zeug nicht so ultra viel haben. Also wäre relativ beschränkt. Also wir hätten noch Großkatzenfell am Start. So schwarz. Alternativ können wir auch sagen, wir wechseln Rot und Schwarz ab. Wobei wir brauchen 100 Leder für so einen Sessel. Und das Problem ist, wir haben nur 275, das heißt, wir würden zwei Sessel hinkriegen. Plus nochmal das, was hier unten liegt. Was geben die eigentlich an Leder? 42. Das heißt, hier unten sind nochmal zwei Sessel. Oder Rot-Weiß. Rot-Weiß würde auch gehen, wobei das schon im Kontrast zu dem Tisch halt ein bisschen blöd ist. Ich glaube, gemischt würde auch nichts... keine Ahnung. Ich meine, Teufelsgarn ist halt echt so arschteuer. Dass man sich überlegen sollte, ob das Teufelsgarn... Ich baue mal noch einen weißen Sessel daneben, weil das Großkatzenfell hier so ein Dunkel wäre auch ziemlich geil. Oder halt einfach aus Stoff. Komm, bauen wir mal so einen daneben. Karawane ist angekommen. Jawohl. Handeln. So, wir nehmen keine Bauteile jetzt hier. 26 Bauteile nehmen wir mit. Hightech-Bauteile 4 Stück nehmen wir auch alle mit. Sehr schön. Kostet schon 1828. Halleluja. Ja gut, ich meine, viel zu verkaufen haben wir eh nicht. Komm, die Bären können sie behalten von mir aus. Mais haben wir noch am Start. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So, wenn ich jetzt auf Annehmen klicke, reisen die dort direkt wieder zurück. Korrekt. Oder... reisen die jetzt automatisch wieder zurück? Fragezeichen. Nein, tun sie nicht. Okay. Ach, okay, also wieder zurück. Stimmt, Friedensverhandlung war noch mal. Sekunde. Aber wie reißen die denn jetzt los? Ich habe ja irgendwo einen Punkt. Warte mal, Planungsmodus verlassen. Ach, okay, alles klar. Ja, da bin ich gleich mal gespannt. Das kostet ja doch einiges an Zeit hier. Glückwunsch.
Auf wen höre ich nochmal, ey, Sapir, weißt du? Und du wunderst dich, warum ich kein Vertrauen in euch habe. So, der Mario baut jetzt schon mal fleißig hier Zeug zurecht. Gucken, was für ein Tisch wird. Exzellenter Tisch, sehr schön. Dann kann er den auf jeden Fall abreißen hier. Ja, 6000 Erfahrungspunkte ist auf jeden Fall nicht so wenig. Das stimmt wohl, aber Friedensgespräche natürlich irgendwie so ein bisschen... Wow. Das war wieder so klar, dass das nicht funktioniert, ne? Typisch. Exzellent. Die sehen aber echt cool aus, die Tische auf dem dunklen Boden. Also die gefallen mir richtig gut. Jo, wir haben jetzt 23:30. Ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Oder wir kommen zum Ende. Doch schon wieder 5,5 Stunden hier am Start und ein bisschen was geschafft heute. Und die Karawane wird sicherlich dann erfolgreich zurückkommen, hoffe ich zumindest. Ne? Also sollte ganz gut passen. Und wir haben da schon mal Bauteile am Start. Beziehungsweise wir können auch generell mal dann fürs nächste Mal planen, dass wir schon mal diesen komischen Crafting-Tisch herstellen. Wahrscheinlich werde ich es vergessen, das Ding irgendwo hinzubauen. Kurz gucken, Produktion, wir brauchen einen Arbeitstisch. Problem ist, wenn ich hier hinstelle, können wir den nicht nochmal abreißen. Korrekt, das war doch so. Oder wie war das? Das heißt, wir müssen irgendwo hinstellen, wo er auch eine Weile stehen kann. Hier drüben vielleicht irgendwo. Keine Ahnung. Müssen wir mal planen. Gut, ist keiner gestorben. Ne? Also Rookie, der war ja schon tot. Der zählt nicht. Ansonsten alle noch relativ gesund. Wir haben einige Angriffe abgewehrt. Käferinvasion haben wir auch hingekriegt. Also von daher lief das schon mal gar nicht so schlecht. Und ja, dann sage ich schon mal danke fürs Reinschauen. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder, 18 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle, dann wisst ihr Bescheid. Hier geht's weiter bei Broken Dreams. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und ansonsten noch einen schönen Mittwoch.